Hallöchen zusammen! In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Krückbuck fangen kann. Zuerst müssen wir zur Route 208, direkt vor dem Eingang zu Herzhofen. Von hier aus gehen wir links runter zu dem Jungen, der uns das Item Spiritkern gibt. Danach geht's zur Route 209. Wir starten beim Eingang zu Trosto. Von dort aus geht es einfach bis ganz runter und auf der rechten Seite ist dann auch schon der geweihte Turm. Ihr könnt ihn ansprechen und den Spiritkern einsetzen. Danach müsst ihr in den Untergrund. Dort kommt ihr über das Item Erkundungsset rein. Das bekommt ihr in Ewignauen. Geht in das Haus rechts vom Pokécenter und der alte Mann gibt euch dann das Erkundungsset. Im Untergrund müsst ihr jetzt mit insgesamt 32 verschiedenen NPCs reden. Welche Personen nicht zählen, sind Online-Spieler, die wo euch heilen und die, die euch Items verkaufen. Pro Areal kann sich zeitgleich immer nur einer dieser benötigten NPCs aufhalten. Wenn ihr das Areal verlasst und es neu betretet, spawnt er wieder neu. Das kann jetzt ein anderer NPC sein oder auch wieder der gleiche. Schreibt euch also unbedingt die Namen der NPCs, mit denen ihr schon geredet habt, auf. Hier ein Bild mit allen Standorten, wo die NPCs auftauchen können. Wenn ihr also mit 32 verschiedenen Personen gesprochen habt, könnt ihr wieder zu dem geweihten Turm, ihn ansprechen und euch da Krückbuck snacken. Ja, das war's mit dem Video, macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen!